Ganze 9 Minuten Gameplay zu Star Wars Jedi Survivor wurden jetzt veröffentlicht. Und es sieht einfach zu gut aus. Also stellt euch einfach Jedi Fallen Order vor, aber einfach 1000-mal besser. Also von der Grafik, den Animationen, über die neuen Machtfähigkeiten, die Lichtschwert-Moves, bis hin zu den ganzen neuen Gegnertypen, die Kreaturen, die es alles gibt, ist eigentlich einfach alles dabei, was man sich vorstellen könnte. Und davon wurde eben auch einfach sehr, sehr viel in den neuen Gameplay gezeigt. Das ganze Gameplay spielt auf diesem neuen Planeten im Star Wars-Universum, Kobo, auf dem Kel zu Beginn des Spiels eben mit der Stinger Mantis abstürzt. Und das Gameplay gibt einfach einen sehr guten Eindruck, was man eben von dem Spiel erwarten kann und wo das Spiel sich vor allem auch überall verbessert hat. Vieles, was schon im ersten Teil funktioniert hat, wurde natürlich einfach übernommen. Andere Teile, wie zum Beispiel die Map, wurden ja mehr oder weniger komplett überarbeitet. Und dann gibt es auch noch komplette Neuheiten mit einer ultimativen Fähigkeit von Cal. Also in dem Gameplay wurde eigentlich versucht, so viel wie möglich zu zeigen, was das Spiel eben einfach bietet. Und in 9 Minuten ist das, wie gesagt, einfach richtig viel. Deswegen, wer alle Details und Infos aus diesem Gameplay sehen möchte, sollte unbedingt mein volles Video auf YouTube dazu abchecken.